Die Bauern besitzen 9 Kühe. Doch der Ertrag aus dem Verkauf der Milch reicht gerade, um die nötigsten Kosten zu decken. Hinzu kommt, dass Alexandra im 7. Monat schwanger ist. Und jetzt brauchen sie auch noch einen neuen Stall. Da kann ich jetzt zusparen, oder? Spart zu. Nikos Plan? Er will einen kompletten Stallneubau für die Kühe errichten. In einem Nachbarort hat der Milchbauer dafür einen Bauplatz gefunden. Das ist die Fläche. Sie ist nicht breit, aber lang, wo der Stall hingebaut wird. Trotz über 20.000 Euro Schulden planen die Jungbauern jetzt einen 80 Quadratmeter großen, modernen Stall für die Kühe. Auf jeden Fall kostet uns der Stall, weil Gülle und Fahrsilo-Lager da sind, kostet uns der Kuhstall im Ganzen 40.000. Das geht nur über einen Kredit. Doch woher der kommen soll, ist unklar. Sicherheiten kann das Paar nicht bieten. Warum investiert ihr so viel? Weil wir meinen, dass es dann besser läuft. Jetzt mal wieder. Und es ist ein verdammter Teufelskreis, was wir jetzt mal machen. Nico hat eine 3-jährige Lehre zum Landwirt absolviert. Er liebt seinen Beruf, doch seine unternehmerischen Entscheidungen sind fragwürdig. Von diesem Stall und Fläche hängt von uns ab unsere Existenz. Denn der geplante Stallneubau hat einen triftigen Grund. Vor einem Monat hatte Nico einen Rechtsstreit mit der Verpächterin seines bisherigen Bauernhofs. Eigentlich wollte er ihren Hof samt Kuhstall kaufen und zum Biohof machen. Ich habe in den Hof reingesteckt mit Hausrenovierung, Stallrenovierung, Kühe kaufen, Kälberboxen kaufen, so alles herzukaufen. Kann man sagen, dass ich in den Hof gute 60.000 Euro reingesteckt habe. Doch der Hof wurde an einen anderen Interessenten verkauft. Nikos Familie und die Kühe müssen raus. Kompletter Umbruch vom Betrieb. Betrieblich, die Kühe kriegen einen anderen Stall. Wir gehen vom Hof weg. Im 50 Kilometer entfernten Kirchdorf hat Nico für die Familie eine Dreizimmerwohnung gefunden. Doch wohin mit den Kühen? Sie sind die Existenzgrundlage der Milchbauern. Bis die Finanzierung und der neue Stall stehen, muss eine Übergangslösung her. Von einem befreundeten Landwirt hat Nico ein Angebot erhalten. Jetzt sind wir an dem Stall, wo wir die Viecher derweil unterbringen, bis der Kuhstall baut ist bei uns. Es gehört noch wirklich viel gemacht. Der Bauer muss auch hier wieder viel Arbeit investieren, um die Räumlichkeiten überhaupt nutzbar zu machen. Es müssen ganz einfach noch alle, die Leitungen müssen gewaschen werden, muss der Stall gereinigt werden, die Maschinen müssen raus. Was zahlst du hier an Miete? 300 Euro monatlich. Weitere Ausgaben, während die Einnahmen gleich niedrig bleiben. Die örtliche Molkerei muss dem Stall eine Lizenz erteilen, bevor Nico seine Milch von hier aus verkaufen darf. Hygiene ist dabei oberstes Gebot. Und was muss hier noch investiert werden? Nix. Gar nichts. Nur sauber gemacht. Die Milchkammer ist der Hygieneraum, in dem die frisch gemolkene Milch bis zu 2 Tage gelagert wird. Sie ist das Aushängeschild einer jeden Produktion. Das wäre die Milchkammer, muss halt komplett überholt werden. Die Landwirte brauchen für ihren Übergangsstall eine Lizenz von der Molkerei. Nur dann können sie ihre Milch verkaufen. Es geht um ihre Existenz. Der neue Vertrag mit der Molkerei scheint nur eine Formalität zu sein. Doch der Termin mit den Verantwortlichen dauert länger als gedacht. Was ist denn passiert? Wir waren jetzt bei der Molkerei. Also wir dürfen liefern, wir haben die Zusage der Lieferung, kriegen einen Liefervertrag und alles, aber wir müssen erst Stall bauen. Den Stall, wo wir jetzt zur Miete, weil wir ja bei uns raus müssen, der hat früher solche Probleme gehabt mit Milchliefern, dass eine Milchlieferung nicht aktuell akzeptabel ist auf diesen Stall. Das heißt, wir müssen uns auf die Kirche gehen. Oh.
fangen die mir auch noch, ey. Der Übergangsstall steht bei der Molkerei auf der schwarzen Liste. Dort können die Jungbauern ihre Kühe nicht unterbringen, wenn sie Milch verkaufen wollen. Und der Neubau ihres Kuhstalls dauert voraussichtlich ein halbes Jahr. Einziger Ausweg ist, die Kühe jetzt zu verkaufen, da sie nur Geld kosten und keines einbringen würden. Wir müssen erst den Laufstall bauen und dann dürfen wir wieder Milch liefern. Aber was heißt das für eure Existenz? Hast du das Gefühl, dass ihr gescheitert seid? Gescheitert sind wir nicht, oder? Ja. Der ist nicht da. Wir sind nicht gescheitert, wir müssen halt. Das ist die gute Kunst des Landwirtes. Wir müssen halt schneller mal von jetzt auf gleich umschmeißen. Meine Frau, meine Kinder. Habe ich lieb, lieb ich, würde ich alles machen für die. Aber meine Kühe sind mein Leben. Hätte ich hart an, aber. Ich mache es einfach so gern und habe mir alles erarbeitet. Für mich würde eine Welt zusammenbrechen, wenn ich die Kühe hergebe. Und wir werden auf das hingehen, auf den Tag. Die Kühe werden jetzt ziemlich schnell gehen, so wie ich das sehe. Was heißt das? Innerhalb der nächsten Woche. Weil es nichts mehr bringt. Das feste Geld mit der Milch ist weg. Der Stallbauer wird härter als wie gemeint. Da müssen wir jetzt wirklich mit der Verwandtschaft reden. Wegen Geld. So schnell wie möglich den Stallbau hinbringen. Die Viecher so teuer wie möglich verkaufen. Ich muss schauen, dass ich in die Arbeit komme. Du musst ja immer erst einen Job kriegen. Ich habe ja meinen Job beim Maschinenring. Ich muss jetzt annehmen, was geht. Egal, wenn ich eine Dreiviertelstunde, Stunde fahre bis zum Einsatz. Ich muss nehmen, was ich kriege. Und auch wenn ich zwei Einsätze habe pro Tag. Der Maschinenring ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von Landwirten, die sich gegenseitig mit Maschinen und Arbeitskräften unterstützen. Auch Nico arbeitet dort nebenberuflich für andere Bauern. Es hilft nichts. Es muss Geld her, wir müssen sparen wie Sau und wir müssen Stall bauen, sonst gehen wir unter. Und die laufenden Schulden? Die müssen weg. Die laufenden Schulden muss ich schauen, wie ich mache. Weil bei uns dann wieder keine sichere Einnahmen mehr dann da ist. Wie soll das dann weiterlaufen? Es besteht ja doch die Möglichkeit, alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich gehe jetzt stempeln. Nee. Das lasse ich in mir selber nicht zu. So weit runter gehen wir nicht. So weit nicht. Ne. Obwohl die beiden vor dem finanziellen Ruin stehen, wollen sich Nico und Alexandra eigenständig aus dieser Situation befreien. 920 Euro Miete, 150 Stallmiete. 5,5 plus MR. 300 Elterngeld, 1.800 Euro Milchgeld. Also, ich habe jetzt gerechnet mit den Kühen, weil sie noch da sind, und Maschinenring. Haben wir Monatseinnahme 2.604 Euro. Dann eine Rechnung mit normalem Kindergeld, so wie die Mia jetzt ist, und nur Maschinen ohne Milchgeld bleiben uns 1.400 Euro. Und für welche Variante würdest du dich am liebsten entscheiden, um ein entspanntes, normales Leben mal zu haben? Entspanntes, normales Leben? Eigentlich Kindergeld und Maschinenring. Die Aufträge des Maschinenrings bieten kein geregeltes Einkommen. Das sollte von den rund 2.000 Euro Milchgeld pro Monat kommen. Doch für die Kühe fehlt den Bauern ein Stall, der die Hygienebestimmungen der Molkerei erfüllt. Es geht jetzt bloß um das Harte, was wehtut, die Kühe weg. Schätze, wir müssen schauen, was wir beim Viehhandler rausbringen. Die neuen Milchkühe gehören für die Landwirte zur Familie. Guten Morgen, Melodie. Guten Morgen, Flecki. Und die Tiere sind ihr ganzes Kapital. Ich habe einen Wert vom Einkaufen im Stall stehen von 26.000 Euro. Und was werde ich kriegen? 13 bis 15. Warum? Weil der aktuelle Wert für Zuchtkühe wegen Corona, weil so viele aufhören und
weil ins Ausland nicht so viel geht. Ist ein Keller. Genauso der Schlachtpreis. Die hängt so sehr an die Kühe. Wir können die Viecher eigentlich gar nicht hergehen. Wir brauchen ihre Erlösung. Weil ich das gerade selber merke. Wir müssen, bevor wir heimfahren, eine Lösung finden. Weil sonst geht mir meine Frau auch ohne die Viecher. Ich habe das vor 8 Jahren schon mal hinter mir gehabt, dass ich die Kühe hergegeben habe. Ich habe 3 Jahre lang gebraucht, bis ich es verarbeitet habe. Die Kühe hergeben, das ist. Das geht nicht. Ich habe es einmal hinter mir gehabt. Nochmal schaffe ich das nicht. Nico hatte seine Lehre zum Landwirt auch begonnen, weil er damals den Hof und die Kühe eines Freundes übernehmen wollte. Doch der Deal platzte und Nico musste sich daraufhin von den Tieren trennen. Oder wir müssten wirklich um irgendeine Lösung schauen, dass wir die Kühe dazustellen können, wie andere Bauern auch schon gemacht haben, dass wir unser Milchgeld bleiben, dass wir melken in einen anderen Stall. Dann müssten wir jetzt wieder bei jemandem, der schon weniger gemacht hat, weil er aufhört, dazustellen. Eine halbe Stallfläche würde auch die monatliche Stallmiete halbieren. Das wäre die einzige Chance aktuell, dass meine Kühe bleiben. Ansonsten kann ich die nächsten Tage anrufen und das holen. Jetzt überlegen wir mal das, wenn man es uns einfällt, und dann rufen Viecher und leisten Montag an. Ich habe eigentlich keine Kraft mehr, aber weil es um meinen Betrieb geht, weil ich den selber aufgebaut habe, schlucke ich es einfach und geht immer weiter. Nico trifft eine harte Entscheidung. Wenn das nicht ist, wenn ich ganz aufhöre mit der Landwirtschaft, dann hat sich seit heute gedreht, meine Meinung. Dann gehe ich stempeln. Stempeln heißt Start. Weil dann mag ich nicht mehr. Wenn bei mir nichts mehr Mu macht, dann Ende. Liegt ein Start auf der Tasche. Ja, da hast du schon vollkommen recht. Hallo Nico. Servus. Kühe ziehen um. Wie? In einen anderen Stall. Und wie kommt das, dass ihr jetzt die Kühe behalten könnt? Weil wir mit dem, bei einer guten Freundin von uns gleich gefragt haben und ihr die ganze Situation erklärt haben. Dann hat sie gesagt, das ist gut. Kennt bei uns eine mit euren Kühen. Und ihr könnt es auch wieder normal weiterliefern. Es verrechnet sich heute halt mit Milchgeld bei denen dann. Dass man Wachtstall dann bei denen gleich nutzen kann. Die Kühe ziehen somit übergangsweise zu Freunden. Und Nico kämpft weiter für seinen Traum von einem Leben als Landwirt. Inwiefern lohnt sich Arbeiten für dich in Deutschland? Es lohnt sich schon, aber man muss damit rechnen, dass es mal auf und ab geht. Es ist schwer. Würdest du es immer wieder so machen? Ganz ehrlich, nein. So gern wie ich wie unseren Betrieb habe und das. Aber für einen anderen Betrieb oder so, da ist es nochmal machen. Das war wirklich nichts mehr. Weiterhin übersteigen die Ausgaben die Einnahmen der Landwirte.